Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima Underworld. Wir sind noch in Level 2 und wollen heute mal gucken, ob wir den Rest erkundet bekommen. Zumindest wollen wir mal in die Minen gucken. Vorher vielleicht nochmal ein oder zwei Levelaufstiege probieren. Aber eine Sache habe ich noch gesehen. Hier unten war noch eine... hier war noch eine Tür. Das heißt, wir müssen nach Osten und dann nach Süden. Wir gehen im Moment nach... Da ist Norden. Dann gehen wir so. So. Okay. So, na, dann schauen wir mal. Guten Tag. Jemand da? Wir sind der Avatar. Wir sind... So, eine Frage. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht treffe, weil ich nicht ziele. Ich weiß nicht, ob ich nicht treffe, weil unser Skill zu gering ist. Ich meine, sie greifen mich auch nicht an. Jetzt. Okay, ich war nicht nah genug dran, glaube ich. Es gibt allerdings keinen Indikator... wann ich nah genug dran bin. So, ich klicke. Okay. Wenn ich jetzt dahin klicke, ziele ich auf dich? Nee. Okay, also ich weiß, dass ich, wenn wir, ne, wenn wir hier an unterschiedliche Stellen klicken, dass wir unterschiedliche Schlagarten ausführen. Nur dann ziele ich halt nicht. Aber ich glaube, ich muss auch nicht zielen. Ich glaube, ich treffe immer automatisch, wen ich treffen soll. Oder so. Nicht, dass das irgendwie Sinn ergibt, aber... Ja, also irgendwie, das ist sehr unintuitiv. Also man klickt... hier in den Bildschirm, um quasi die Schlagart auszuwählen. Oben ist es dann so, schlägt man von oben. Hier macht man so einen Sideswing und von unten dann macht man so einen Bash. Das Problem ist, das ist halt nicht das, was ich machen will, weil hier sind ja Monster vor mir und ich will ja dahin klicken, wo er hinschlagen soll, der Avatar. Aber ich glaube, er schlägt einfach in einen Bereich vor sich und trifft einfach alles, was da ist. Es sei denn, es ist zu weit weg und es gibt halt... naja, man muss halt wissen, wann es so weit weg ist. One Coin. Offensichtlich. Ja, ich weiß, da war kein Speicherplatz für eine einzelne Coin als Icon. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Rockhammer. Und Chain Coil. Wir haben Serviceable One. Okay. Das ist ein... Okay. So, dann wollen wir mal gucken, ob Monster Türen aufmachen können. Der Avatar wartet hier mal. Denn auch Langmut ist eine Tugend.
Also ich glaube, wir sollten probieren unser Glück nochmal beim Schrein. Anne, es gibt mir halt ein ungutes Gefühl, weil ich halt weiß, dass ich Mist würfeln kann. Also Skills erhöhe, die ich überhaupt nicht haben will. Oder dass ich alternativ Save and Reload machen muss. Was kein Beinbruch ist und ja auch nicht unüblich in dieser Zeit. Das ist etwas, was mir nach dem letzten Mal noch aufgefallen ist. Das war ja durchaus... Also es war nichts, was... Also heute ist das ja so ein bisschen, macht man nicht, weil das die Spiele üblicherweise designt sind, dass man das nicht machen muss. Und wenn man es doch macht, dann, ich sag mal, umgeht man so ein bisschen die Philosophie der Designer oder was auch immer. Das ist in den 80ern und 90ern nicht unbedingt der Fall. Also da, also erstmal gab es da oftmals nicht so viel Philosophie. Und zweitens, wenn es sie gab, war sie nicht besonders erkenntlich. Oder gut erkenntlich. Und zum Dritten, da hat sich kein Mensch drum geschert. Also, mal gucken. Also, ich werde vorher speichern und mal gucken, wenn wir totalen Mist würfeln, dann... Weil das ist definitiv etwas, was ich damals gemacht habe. Und gemacht hätte und gemacht habe, weil das ist etwas, da hat man... Also, wie gesagt, anders als heute würde man da über... Hat man da... Vielleicht war nur ich das, aber... Oder man... In meinem Freundeskreis war es nicht anders. Da hat man überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt. Das war einfach... Es stellt sich dann natürlich die Frage, warum diese Spielmechanik im Spiel ist. Also wenn man durch das Reloaden dann den Zufallsgenerator quasi umgehen kann, warum ist es dann zufällig? Ne? Das ist schon mal Bullshit. Also deswegen sollte man es eigentlich eher nicht machen. Andererseits, wenn es zufällig ist und man Sachen erwürfelt bekommt, die einem nichts bringen, warum sollte man es dann überhaupt machen? Dann sind wir wieder in der Situation, ja, damit machen wir das Spiel künstlich schwerer, ohne dass es wirklich einen Nutzen hat. Das ist also etwas, ich weiß nicht, also es sind so manche Entscheidungen im Game Design, die sich nicht immer sofort einem bloßen Sterblichen wie mir erschließen. Manchmal ist es reines Busywork, manchmal ist es Gedankenlosigkeit der Entwickler. Manchmal ist es tatsächlich eine Überlegung, die dahinter steckt, ne, und die man quasi jetzt kaputt macht, in Anführungsstrichen. Aber wir wollen jetzt einfach mal Sumra. Oh, okay. So, ich meine, Attack, Attack, Attack. Das klingt ja erstmal gut. Ich meine, wir haben keinen Defense gekriegt, was ein bisschen doof ist, aber wir haben jetzt schon mal, ne? Also, ne? Wie gesagt, wir haben null Ahnung, was diese 20 heißt. Also geht das bis 100? Hat es überhaupt kein Ende? Geht es bis 255? Geht es bis 30? Ist in Ultima Underworld ja auch gerne mal der Fall. Was bedeutet diese Zahl? Es sind wieder so Sachen, das geht uns nichts an, aber das ist ein Grund, oder ein... Das ist nicht speziell dieses Spiel. Das haben andere Spiele auch gemacht, aber besonders die Ultima-Reihe ist bekannt dafür, dass sie wichtige Informationen vom Spieler verbirgt. Beziehungsweise wenn es... Ich meine, üblicherweise kriegt man diese Informationen ja schon mal nicht in einem Ultima-Spiel. Das ist ja schon Immersive Breaking hier, dass hier eine Zahl steht. Aber... Sie haben es dann halt auch nicht richtig gemacht. Wenn da eine Zahl steht, dann muss auch irgendwo erklärt sein, was die Zahl ist. Also 20 von wie viel? Und wie ist die Formel? Ne? Also dieses, was ich zum Beispiel, zugegebenermaßen passiert das, weil es auf AD&D basiert, aber etwas, was Baldur's Gate 1 und 2 so unglaublich toll gemacht hat, dass man sich anzeigen lassen konnte, was gewürfelt wurde im Message Window. Und man konnte genau nachvollziehen, was passiert ist. Und das ist, also wenn ich schon mich entscheide als als Designentscheidung, ich mache die Informationen dem Spieler zugänglich. Man kann ja anderer Meinung sein, aber wenn man sich dafür entscheidet, so wie hier, ne, wir geben dem Attack-Wert eine Zahl, dann muss auch klar sein, was diese Zahl bedeutet. Und
das ist, das sind so Sachen. Ne, also ich meine, wenn da eine Zahl, einfach nur eine Zahl steht, ohne Grund. Ich will jetzt, ich versuche ins Handbuch zu gucken. Einfach nur eine Zahl steht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nirgendwo erwähnt ist, weil ich bin mir sicher, dass ich danach mal gegoogelt habe. Vor noch nicht allzu langer Zeit. Hier stehen die Skills. Ja, hier steht, ja, reduces chance to be hit by defense und increases chance to hit, aber um wie viel und, na, das ist. Also, was ich sagen will, Entwickler, wenn ihr die, euch entscheidet, die Informationen nicht geheim zu halten und dem Spieler mitzuteilen, dann macht es bitte richtig. Also vollständig und nicht nur so halbe Sachen. Wenn ihr nicht wollt, dass der Spieler sowas weiß, weil das aus irgendeinem Grund die Immersion zerstört, was ich nicht verstehe, aber so eine Leute soll es geben, die das glauben oder die das so sehen und jeder soll glücklich werden, wie er, ne, meint, dann gibt diese Information dem Spieler nicht. Ich persönlich würde dann in so einem Fall natürlich eine Spieloption hier empfehlen, wo man das ein- und ausschalten kann, je nachdem, wie man es möchte. Aber das sind so Sachen, wir sind hier 1992, das war noch alles ganz jung. In der Entwicklung haben wir jetzt genug. Wir haben jetzt dreimal Attack dazu gekriegt. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Ich bin heilfroh, dass das gut geklappt hat. Deswegen würde ich sagen, probieren wir es jetzt einfach nochmal. Nachdem wir gerastet haben und nachdem wir hier rauskommen. Wahrscheinlich werden wir hier drin verhungern, weil ich den Weg nicht rausfinde. Das ist das Wahrscheinlichste. Bin nämlich schon falsch. Das muss ich. Hier lang. Und ja, ich bin so gut in Navigation in Dungeons, ich muss buchstäblich an jeder Abzweigung auf die Karte gucken. Okay, was ich sagen würde, ist, wir machen jetzt mal eine kleine Pause hier. Jetzt geht's uns wieder gut. Jetzt essen wir einen Happen. Trinken müssen wir zum Glück nicht. Jetzt machen wir ein bisschen Licht. Alles ist gut. Jetzt speichern wir ab. Ich meine, es ist ja, Zeitlimit haben wir ja keins. Die Prinzessin, der geht es ja ganz prima da beim Troll und wo auch immer sie hinentführt wurde. Die soll sie mal nicht so haben, wenn wir hier uns ein bisschen Zeit lassen. Was war das hier? Hier war ich auch noch nicht drin. Holz, wieso Wood, excellent leather gloves. Wir haben excellent leather gloves. Oil flask. Okay, na gut. Aufregender Raum, aufregendster Raum des Levels bisher. So, jetzt raus hier. Safe early, safe offen, nicht wahr? Wir wollen jetzt in die. Wollen wir das hier nochmal versuchen? Nee, wir wollen das hier nochmal versuchen. Das hier. Haben wir eigentlich eine bessere. Ich meine, gegen. Ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Schadensarten gibt, weil gegen. Als AD&D-Spieler weiß ich natürlich, dass eine stumpfe Waffe gegen ein Skelett viel, viel hilfreicher ist als irgendwas Scharfes, wie. Also nicht. Sowas. Ich weiß nicht, ob das Spiel sowas implementiert. Also ob wir. Wir hauen einfach da mit unserer Keule oder was, Katschel, was auch immer das Ding ist. Drauf, bis es kaputt geht. Und wenn es nicht kaputt geht, dann bin ich ja falsch, ne? Ja. Ich bin der Avatar, ich bin hier richtig. Ich wollte dahin, weil ich der Avatar bin und das mit meiner Avatarnis kurz in erleuchten, den Teil des Levels. Und so, jetzt muss man ganz nach unten, ganz nach unten, ganz nach unten. Ja, da. So. Okay.
So, Skeletor. Wir hängen fest. Wir sind der Avatar. So, jetzt drehen wir uns. Machen uns schlagbereit. Machen uns schlagbereit, indem wir einen Zauber auswählen, mit dem wir... Ist es das? Ich glaube. Oh, das kann clean night. Guck an. So. Nee, nicht laufen, Avatar gehen. Das ist immer noch schnell genug. Du bist hostile? Ja. Wir haben jetzt Attack 20. Keine Ahnung, ob sich das jetzt, ob ich jetzt nicht treffe. Okay, jetzt habe ich getroffen. Vielleicht sollten wir. Es wäre halt schön, wenn es ein, aber das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, wenn es. Wow, okay, das hat was geholfen. Oh, hallo. Es wäre halt schön, wenn es unterschiedlichen Soundeffekt gäbe für nicht getroffen wegen Gegner zu weit weg. Oder sonst was. Oder nicht getroffen, weil Skill zu niedrig oder so. Ah, diese Tastaturbelegung. Es ist so widersinnig. So, jetzt hat man den Eindruck, das Ding ist ja gerade nach hinten gegangen ein bisschen. Ich sollte übrigens auch nach hinten ausweichen, hat mir jemand empfohlen, was vielleicht eine gute Idee wäre. Aber für Taktiken bin ich im Moment noch ein bisschen zu unbedarft hier. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie weit ich weg sein muss. Ab wann ich... War das jetzt daneben geschlagen, weil ich vorher nach hinten gegangen bin? Und war ich außerhalb der Reichweite? Es gibt keinen... Okay, aber ich glaube auch mit Keulen schlägt man besser von oben oder so. Irgendwas war da auch noch. Es waren die unterschiedlichen Waffen, hatten unterschiedlich. Oh, wow. Optimale Schlagdinger. Wir haben hier Serviceable Leather Boots. Wir haben Serviceable Leather Boots. Wir haben hier... Oh, das klingt gut. Also, sieht gut aus. Nearly Full Lantern und Oil Flask. Okay. Das ist etwas, was ich theoretisch ganz gerne dabei hätte. Für den Fall, dass wir mal aus irgendeinem Grund nicht zaubern wollen. Brauche ich wirklich einen Dagger? Ich glaube nicht. Service über Leather Cap brauchen wir nicht. Excellent Shortsword, das nehmen wir gerne mit. Das bringt unserer Tragesituation, ist es nicht wirklich hilfreich. Es ist wirklich nicht gut, in diesem Spiel ein Horder zu sein. Ein Haufen von 2 Coins. Müssen wir auch mal irgendwas mitmachen. So, was können wir denn... Also wir brauchen... Ja, 2 Schwerter, 3 Schwerter, das ist schon okay. So, wenn wir die Lampe mitnehmen, dann brauchen wir die Torch nicht mehr. Das drin. Was haben wir hier drin? Hier haben wir eine Mace, ein Buckler. Badly worn. Das wird wahrscheinlich bald kaputt gehen.
Excellent Light Mason. Meinen Sie, ist Excellent? Ich meine, die können wir theoretisch... Vielleicht können wir die bei den Zwergen. Vielleicht will die jemand... Ja, aber was wollen wir damit kaufen? Mal gucken. Was wiegen die... Was liegt die Lantern und vor allem, wo tue ich sie hin? Ah, komm mal. Eins, okay. Das stackt. Sehr praktisch. Danke, Spiel. Drei Spikes brauchen wir nicht. Pile of Bones. Ja, und ich sollte die Sachen zumindest mal in die Hand nehmen, um zu gucken, ob irgendwas Besonderes ist. Ja, ne, aufnehmen kann ich, hinlegen kann ich es da nicht, weil kein Platz. Ja, ja. Okay. So, das war da alles in allem sehr erfolgreich. Dann machen wir mal safe. Und ich glaube, es war tatsächlich eine gute Idee, also das Aufleveln zu machen, auch wenn es nur ein Level war. Aber die, ich glaube, die drei Attack-Punkte haben geholfen. Also war das eine gute Idee. Ich hätte es wahrscheinlich... obwohl, ne... Wie gesagt, ich habe mich ja daran erinnert, dass ich es seinerzeit mit Save and Reload gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich nicht versucht hätte, weil irgendein Cheesing hätte ich machen müssen. Entweder ich hätte am Schrein cheesen müssen, um den Skill-Boost zu bekommen, den ich haben will, oder ich hätte in den Kämpfen cheesen müssen, weiß ich nicht, mich hinter Ecken zu verstecken oder, weiß ich nicht, zuschlagen, weglaufen, rasten, wiederkommen, zuschlagen, weglaufen, rasten, etc. Um die Kämpfe zu gewinnen mit einem niedrigen Skill-Level. Irgendeine Art von Cheesing hätte man machen müssen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich dauert, bis man die Skills, also die gerade die Kampfskills kriegt, die man haben will. Das weiß ich noch. Das habe ich noch im Kopf. Verzeihung. Ah. So. Na gut, also das haben wir. Also hier ist eine Menge Loot. Mal so. Wir haben. Können wir, ich meine, wenn wir. Dann gucken wir mal noch zu den Skeletten, die wir schon kennen. Also ich meine, dann haben wir ja. Ne, wissen wir ja, wie es geht. Und ich glaube, das waren auch zwei. Und ja, gerade haben wir zwei besiegt. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob wir mit dem... Das ist auch wieder so. Ich habe die Information nicht, weil das Spiel sie mir nicht mitteilt. Ob ich mit dem Schwert mehr Schaden mache gegen Skelette. Ob es da einen Unterschied gibt. Weil Logik würde suggerieren, ja. Aber Logik ist in Computerspielen nicht immer das Maß der Dinge. Gerade in Spielen aus den 90ern. Aber in den 90ern war Logik grundsätzlich nicht das Maß vieler Dinge. Obwohl, das ist heute auch nicht besser. Ich meine, die 90er waren die schlimmste Zeit, aber heute ist auch schlimm. Wir können nicht wirklich sagen, dass... einiges heute besser ist. Einiges ist heute besser. Aber ich möchte hier auch nicht... Nee, ich muss mit rechts, ne? Ich muss da links und jetzt rechts. Und hatte ich rausgekriegt, welchen Punkt es, wo ich hinklicken muss? Nee, ne? Das hatte ich in die Mitte? In die Mitte. Haha, natürlich. So funktioniert das. Machen wir mal Temp. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht schief geht. So. Zauber ist vorbereitet. Wir sind... Okay. Scheiß hier. Okay. Finger auf die untere Reihe der Tastatur.
Come on, stirb! Fiend! Wow, Level 8. Wir sind noch nicht fertig. Come on. So, bin ich jetzt zu weit weg? Nee, bin ich nicht. Es sieht so aus. Aua. Okay. Ja, also nochmal danke für den Ratschlag, doch das Leveln zu versuchen. Das hat mir eine Menge Stress erspart. So, wir haben hier Marble Floor. Das ist schön. Wir haben hier eine One Leather Cap. One Leather Cap! So. Ja, ich weiß, es ist Warm Leather Red, aber ich wollte versuchen, witzig zu sein. Badly Ones Shortshot kann hier bleiben. Wir haben so viele jetzt. Wir haben eine Red Potion. Das ist gut. Die wollte ich schon immer mal haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, zwei. Hast du zwei Red Potions? Hast du mehr als eine? Der Avatar tanzt Sinnsprüche. So, was haben wir hier? Badly Moon. Ich meine, ist es ein Mega? Oder muss ich es noch angucken? Glaube nicht, ne? Das ist das gleiche. Okay, Badly Moon bleibt mal hier. Badly Moon, okay. Ich glaube nicht, dass ich für Short Swords hier zurückkommen muss. Was haben wir hier? Oh! Okay, wir müssen die Taste gedrückt halten. Das ist auch schön. Okay, das ist ein Raum mit einem Moonstone. Ist das da ein Mondsymbol drauf oder soll das ein Lichteffekt sein? Also da es Ultima sein könnte, könnte es ein Moonstone sein. Und drei grünen Dinger. Das ist die zoologische Bezeichnung. Wir sind der Avatar. Natürlich ist das die zoologische Bezeichnung. So, dann machen wir hier mal Orb. Short Swords. Nur für den Fall. Und ich meine die... Kicke. Wir haben ein Longsword und das ist ganz schön schwer. Und das ist Worn. Aber ich denke, das ist besser als ein... Was haben wir hier? Nein, Avatar. Du sollst es dir angucken. Das ist Badly Worn. Ich habe hier so eine Idee. Ich habe die Idee. Haha, das tauschen wir aus. Haha, jetzt haben wir ein längeres. Ist immer besser, wenn das... Also ist nicht, aber wir können damit umgehen. Aber können wir nicht. Wir treffen immer die Wände und machen es dabei kaputt. Das ist alles... Ich sollte diese Metapher ganz schnell abbrechen. Serviceable, excellent, dann würde ich sagen lassen. Das sah jetzt so aus, als hätte ich das andere genommen, aber ich habe das genommen, ne? Ja. Das ist jetzt unsere Backup-Waffe. Und das ist die andere Backup-Waffe. So viele Backup-Waffen brauchen wir eigentlich nicht, oder? Wo habe ich die Backup? Die habe ich da drin. Warum habe ich die da drin? Ich weiß nicht. Die tun wir. Okay, da ist Umf. Keine Ahnung, ihr habt immer noch kein System. Aber gut, wir haben ein bisschen aufgeräumt hier. Wir haben. Können wir eigentlich mit dem. Nee. Also vielleicht, aber. Vielleicht können wir mit dem Skull irgendwas machen. Aber im Moment können wir mit dem Skull nichts. Aus der Ecke raus, Avatar. Oh, können wir einfach so aufmachen. Ich wollte sie gerade zerprügeln. Und ach ja, ich bin auch darauf hingewiesen worden, dass wir Türen auch aufschlagen können. Ich meine, theoretisch auch mit Waffen, nur die gehen dabei halt kaputt. Deswegen besser mit den Fäusten, die aus irgendeiner Logik nicht kaputt gehen können. Excellent Maze. Okay. Hur. Und Money. Und Ragged Scroll. Das sieht alles sehr gut aus. Okay, ich würde sagen, ich werde mit dem Schwert kämpfen, auch wenn das nicht so gut ist wie die Maze und
Light Mask. Meine Güte, da war echt nicht genug Platz in diesem riesigen Raum. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie was brauchen, um irgendwie Sachen zu kaufen oder abzugraden. Also, goddammit. Okay, lassen wir einfach hier. Nein. Du mach das mal. Da musst du hinklicken und dann ist es dahin. Ah, ist gleich getroffen. Weapons. Das sieht jetzt so aus, als würde da Orb-Weapons stehen, was lustig wäre. Also kleine Steine oder so für eine Sling sind Orb-Weapons. Hallo. Komm zu Papa. Keine Ahnung, wozu Resilience 4 gut sind. Vielleicht kann man damit irgendwas machen. Kann man bestimmt. Und es ist bestimmt kein Wertgegenstand, sondern es ist bestimmt irgendwas anderes. Ist das vielleicht? Nee, keine Ahnung, was das ist. Okay, gucken, ob wir noch mehr Loot finden hier. Halt. What the fuck? Okay, da geht's runter. Okay. Vorsichtig. Chest is empty. Yeah. Ich meine, es ist cool, dass man damit interagieren kann. Es ist halt, ne, man klickt drauf und der Inhalt erbricht sich in die Welt. Ist nicht unbedingt die allerschönste Art, das umzusetzen, weil die Truhe halt danach genauso aussieht wie vorher. Aber ich meine, es ist schon eine Menge geleistet worden und es ist halt noch Potenzial nach oben. Aber die Tatsache, dass das hier von 92 ist, ist wirklich beachtenswert. So, remove bed. Was? You read the scroll. Remove bed from a resist blow spell for better protection. Bett. Ich nehme an, das ist die Rune. Resist. Blow Spell. For better Protection. Ja, ich meine, die einzelnen Runen bedeuten ja auch, glaube ich, was, ne? Das war in diesem Spiel so. Oder? Handbuch sagt. Ja, negate, small, death, down. Was ist denn bad? Bad is small. Gut, echt? Resist blows. Resist blows. Wir haben ja im Handbuch steht das. Irgendwie sollten wir vielleicht mal. Haben wir eigentlich irgendeine Art von. Haben wir nicht. Aber da. Mach mal Licht. Es wäre so schön, zweites Spell Shelf. Hier wäre so viel Platz dafür. Eins für Utility und eins für Battle. Okay. So, Resist Blows. Bed in Sankt. Das heißt, in Sankt wäre demzufolge. Irgendwas Protection-mäßiges. Okay, nichts, was im Handbuch steht. Nehmen wir an, wir haben einen geheimen Spell gefunden hier. Also, das bedeutet. Also das ist. Bett in Sankt. In Sankt. Okay, haben wir die Runen schon? In Sankt ist. Und das und. Ja, haben wir. Da holen wir nochmal aus. Zack und zack. Nee, wie kann man da. Also. Avatar, man kann. So, schauen wir mal. Okay, es ist aber ein Zauber, aber wir haben nicht genug Mana. Okay, gut.
Okay, aber wir haben. Der Raum ist fertig. Das heißt, wir können dann beim nächsten Mal, würde ich sagen, tatsächlich die Minen angehen. Jetzt fühlen wir uns etwas besser vorbereitet. Wahrscheinlich werde ich da komplett verdroschen, weil ich trotzdem noch ein paar Level mehr brauche, aber ich fühle mich ein bisschen besser. Waren wir eigentlich in allen Ecken? Ich glaube, ne? Hier waren wir. Und hier machen wir auch. Okay. Ja, da probieren wir beim nächsten Mal die Mine. Das war ja hier halbwegs erfolgreich. Gerade eben. Sehr schön, sehr erfolgreich. Moment, waren wir hier schon? Brauche ich diese Scrolls eigentlich noch, wenn ich es mir aufgeschrieben habe? Weil ich behalten wir erstmal. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir machen. Ich gehe dann noch schnell hin, damit ich beim nächsten Mal weiß, wo wir sind. Zu den Minen. Gucken wir da mal rein. Da sollen wir ja ein fliegendes Spaghetti-Monster, Tentakelmonster besiegen. Das wird uns ja sicherlich im ersten Versuch sofort gelingen. Dann tust du meins. Okay. Ja, dann probieren wir das beim nächsten Mal einfach aus und wenn nicht, dann machen wir irgendwas anderes. Okay. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.